Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Nina Tramontani The Way You Crumble vorstellen. Der zweite Teil der Hungry Hearts Reihe hat von mir 3 Sterne bekommen. Ich weiß, ich habe über Band 1 total geschwärmt, 4,5 Sterne bekommen. Aber Band 2 hat so einen klitzekleinen Dämpfer gehabt bei mir. Wahrscheinlich bin ich immer noch auf Tori und Julian eingestellt. Ich bin immer noch auf die eingestellt, aber hier geht es eben um Echo und Alexis, die wir auch schon im ersten Teil mitbekommen haben. Und hierum geht's. Ihr Leben schmeckt schon immer bitter. Nur er besitzt die Gabe, es zu versüßen. Echo ist wütend. Wütend auf ihre Mutter, die sich das Leben nahm, aber am meisten auf sich selbst, weil sie sich wie eine Versagerin fühlt. Nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen Aushilfsjob im Sternerestaurant Prisma an und ist überrascht, als sie Gefallen am Konditorhandwerk findet und an ihrem Kollegen. Alexis ist der jüngste Sohn des Restaurantbesitzers und mindestens genauso wütend wie sie. Er versucht nicht, Echo gute Ratschläge zu geben, doch das hat einen ernsten Grund. Alexis spricht nicht. Offenbar braucht er Hilfe, aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen? Während sie Seite an Seite feine Desserts kreieren, lässt Alexis Nähe Echos Nervenenden vibrieren. In ihr keimt plötzlich Hoffnung auf eine glückliche Zukunft auf. Während da nur nicht ihre Vergangenheit, die alles zerstören könnte. Ja, im zweiten Teil treffen wir halt auf Echo und Alexis, beziehungsweise haben wir ja Alexis und Echo schon im ersten Teil kennengelernt. Und hier ist es so, dass Echo den 3. Entzug hinter sich hat, auf Wunsch ihres Großvaters zuliebe. Nimmt sie dann halt diesen Aushilfsjob im Prisma an. Und ja, Alexis kennt sie schon auch aus der Schulzeit. Und da war er eigentlich eher ein aufgewecktes Kerlchen. Aber es ist halt einiges in Alexis Leben passiert, warum er plötzlich nicht mehr redet. Hier gibt es auch wieder eine Triggerwarnung drin, da wegen Drogeneinnahme, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt. Was stand da noch mit drin? Ja, Drogensucht, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Suizid, Tod, Trauer, häusliche Gewalt, emotionale Manipulation und Panikattacken. Und ja, was mich halt am ersten Mal so fasziniert hat, ist halt wirklich, was Tori in diesem Band eben alles durchgemacht hat. Echo war auch nicht schlecht, also ich muss gestehen, Echo fand ich sehr, sehr interessant, auch schon im ersten Band, ob sie wirklich das schafft, halt wegen diesen Drogen und alles andere. Und ich wollte auch wissen, was mit Alexis los ist, warum er nicht spricht, warum er so ist, wie er ist. Und ja, hier kriegt man Antworten drauf. In diesem Band kriegt man Antworten drauf, aber es ist halt so ein kleiner Dämpfer zu Band 1. Es ist nicht immer so, natürlich hätte auch Band 2 richtig gut sein können. Bloß es ist halt wirklich so ein kleiner Dämpfer an sich. Und ja, ich bin dann jetzt auch sehr gespannt auf Nikolai und Darcy. Nikolai ist der älteste Sohn von... Ja... Der älteste Bruder von Julian und Alexis, so er. Und von dem weiß man halt wirklich rein gar nichts. Wirklich. Also man hat nur ein bisschen was angeritzt bekommen jetzt in dem Band wieder. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil auch der Band ein bisschen mit dem Cliffhanger geendet hat, muss ich sagen. Und da bin ich sehr gespannt, wie The Way We Made funktioniert, ob dann auch wirklich alle einen Happy End haben, da bin ich wirklich gespannt drauf. Deswegen habe ich dem ersten Band 4,5 Sterne noch Luft nach oben gelassen und jetzt hier auch wieder eine Menge Luft nach oben gelassen.
Und ich finde auch sehr, sehr toll, wie Nena Tramontani eben dann mit dem Ganzen umgegangen ist, einfach. Also ich finde, ich könnte sowas gar nicht. Ich könnte sowas gar nicht schreiben, finde ich. Nun gut, das war es wieder von mir. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!